Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SMW Gaiden. Gaiden klingt auch fast nach Jaden. Wir hatten ja vor ein, zwei Folgen das Thema Yu-Gi-Oh! GX! Wo es noch keine Motorräder beim Duellieren gab. Wer kommt auf die Scheiße? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich habe niemals die Geschichte von Anfang an gesehen. Ich habe nur hier und da was gesehen. Und es ist einfach so dieser außenstehende Eindruck, ja? Also ich will jetzt hier nicht wieder 500 Jahre über Yu-Gi-Oh! Reden, aber... Ne, plötzlich duellieren sie sich und fahren dabei Motorrad. Also warum? Ne, das ist so, man merkt einfach direkt, die versuchen krampfhaft cool zu sein. Und das ist schon so unattraktiv, dass ich gar keinen Bock mehr auf die andere Scheiße habe. Aber grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt immer noch läuft. Also ob diese, ich glaube, diese Motorradgeschichte, die war dann auch irgendwann abgeschlossen. Dann gab es, glaube ich, sogar noch einen Nachfolger. Ne, sicher bin ich mir nicht. Aber okay. Wie gesagt, die letzte große Erinnerung, die ich habe, war, dass ich tatsächlich mit meiner Mutter ins Kino gegangen bin. Wir hatten uns tatsächlich den Yu-Gi-Oh!-Film angeschaut. Das war aber noch eine Zeit, wo meine Mutter, Yu-Gi-Oh! war ihr, wie sagt man das? Sie war vertraut damit. Genauso wie so Conan und Yu-Gi-Oh! Hat sie gerne geschaut. Aber so, ja, wenn sie das jetzt sehen würde, dann wäre das wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber ja, da waren wir damals im Kino, da gab es auch diese schöne weiße Drache-Karte, also nicht der weiße Drache, sondern der hatte im Kino ja noch so eine spezielle Form. Aber wie ich ja bereits gesagt habe, das ist alles irgendwo verschollen. Das ist so, vor allem, was mich am meisten abfuckt ist, dass man im Nachhinein könnte man so viel Geld damit machen, ja. Also ich bin jetzt niemand, der seine Wertsachen verkauft. Aber nur so von der Logik. Ich meine, wenn du die Wahl hast zwischen, naja, du findest, du hättest es behalten und dann verkaufen können, oder du hast es jetzt irgendwo immer noch unvollständig oder zerkratzt oder so, ja, das ist dann natürlich immer so eine Sache. Aber das sind halt die Tücken des Lebens, ne? Wer hätte denn wissen können, dass es in 20, 30 Jahren so ist? Was du halt nur jetzt machen kannst, ist, die Erfahrungen mitzunehmen. Und dafür zu sorgen, dass das, was du dir jetzt so kaufst, dass du das vielleicht in 30, 40 Jahren verkaufen kannst, solange du halt noch, sofern du noch so lange lebst, sofern wir alle noch so lange leben, Pandemie, hust, 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 ne? Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt irgendwie so Special Editions angucke, Collectors Editions von Steelbooks, von irgendwelchen Spielen, ja, ich glaube, da muss ich halt Schaden nehmen. Ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut. Ich meine, es ist ja so, dass die Dinger schon... ja, jetzt bin ich weiter. Auschwitz. Die gehen ja auch innerhalb von wenigen Wochen von 60 auf 100, 120 Euro. Also ich denke mal, da könnte man was machen, sofern man es dann, wie gesagt, verkaufen will. Bin ja eher so keiner davon, aber wenn es natürlich... hart auf hart kommen. Also das ist so das Ding, die Leute erzählen, also vor allem die natürlich etwas älter sind und mit dem Medium überhaupt nichts mehr anzufangen wissen, die erzählen euch dann irgendwas von wegen, ja, legt euch Silber und legt euch Gold an, was ich persönlich nicht verstehe, weil ich verstehe, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich verstehe das nicht, also du kaufst billig Gold und Silber und wenn es dann eine Finanzkrise gibt, verkaufst du es überteuert. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn dann durch die Finanzkrise jeder arm geworden ist, wer kauft dir dann dein Gold und dein Silber ab, wenn alle arm sind, ja? Und deswegen, gut, bei Spielen würde es nicht anders sein. Ich meine, wenn du richtig arm bist, musst du dir nicht so eine Steelbook für 200, 300 Euro kaufen, aber ja... Im Endeffekt ist es nichts anderes, Leute. Es ist nichts anderes. Genauso wie wenn es... Ihr könnt alles anlegen, ja? Ihr könnt alles anlegen. Yu-Gi-Oh!-Karten, Digimon, Sticker und so weiter. Das ist alles... Man braucht halt nur einen richtigen Markt. Die richtige Fanbase, ja? Und dann geht das schon. Also pflegt das, sammelt das, was ihr liebt. Und ja, wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt, dann würde ich euch raten, das zu verkaufen. Also wirklich, wenn es hart auf hart kommt, ne? Wenn es halt einfach nicht geht, man vielleicht irgendwie, da war ein Leck. Nur wenn man eine Arztrechnung bezahlen muss oder so, die nicht in der Krankenversicherung inkludiert ist, vor allem nicht in Deutschland, weil Deutschland den Deutschen nichts gönnt. Irgendwie sowas.
wenn irgendjemand im Sterben liegt oder so, ne? Kann man ja mal machen, schätzungsweise. Wie ist es eigentlich mit... Weiß ich gar nicht, mit... Haben Tiere eine Krankenversicherung, eine Tierversicherung? Wahrscheinlich kann man sowas abschließen, oder? Ich musste gerade so spontan an meine Katze denken. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn deine Katze irgendwas hat, dann müsstest du auch so ein bisschen hinlatzen, oder? Da beispielsweise, da könnte man ja auch so ein bisschen was anlegen. Aber okay, ja, diese Stelle... Naja, es ist halt reiner Bullshit, also es ist jetzt auch nichts taktisches, will ich die ganze Zeit sagen, nein, das ist das falsche Wort. Technisches, der fängt halt auch mit T an. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich müsste halt demnächst mal schauen, dass ich irgendwas anders machen kann. Dann werden wir es herausfinden. Okay, das war nicht gut. War aber auch nicht geplant, dass ich so lange warte. Ich habe irgendwie nicht gebacken gekriegt, die Dinos zu penetrieren. Oh. Also nochmal zack und zack. So, dann habe ich da meine... Ach, das ist aber gar nicht die Stelle. Einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Und einfach mal hoffen, dass die Pflanzileinis dann nicht mehr so... Ja, nee. Jetzt müsste man nochmal schauen, wann die Pflanze rauskommt. Kann man irgendwie dafür sorgen, dass man sie besser ins Bild kriegt? Oder es ist halt eine Wartgeschichte. Eine richtig nervige Wartgeschichte. Das triggert mich immer so sehr, ey. Also, ich könnte ja von da abspringen. Mal gucken. Sie ist im Bild. Sie ist im Bild. Sie ist im Bild. Jetzt. Okay, guck, perfekt. Ja, aber... ja, das... Es ist, das solche Geschichten, bei solchen Geschichten weiß ich nicht, was genau, was geht jetzt gerade in mir vor. Es ist eine Mischung aus, ich meine, gut, ich bin kurz bevor ich die Folgen aufgenommen habe, bin ich aufgestanden. Gut, also so 20, 30 Minuten. Es ist eine Mischung aus, ich bin aggressiv und gleichzeitig werde ich aber auch müde. Also wenn ich, bei mir ist das ja so ein Ding, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Wenn ich richtig unter Druck stehe und da Stress gesetzt werde, dann werde ich richtig müde. Also so reagiert mein Körper dann drauf, dass er mich einfach zum Schlafen... Oh, da ist sogar der Mittelpunkt immer gewesen. Zum Schlafen bringen möchte. Oh, wie geil, okay. Ist vielleicht aber auch nur gekommen, weil ich einen Pilz hatte, Frage? Moment. Ja doch, ich habe den Pilz behalten. Das wäre doch geil, wenn ich es jetzt spontan schaffen würde. Ja, deswegen, also, mich macht das müde. Innerlich bin ich aggressiv, aber gleichzeitig macht mich der Scheiß auch echt müde. Das ist richtig furchtbar gerade. Dann erstmal in voller Müdigkeit jemandem auf die Fresse hauen, würde ich sagen, oder den Monitor. Zaha! Ha, ha, ha! Was bist du denn wieder für ein Hurensohn, Alter? Das ist richtig traurig, wieso kriege ich auf einmal hier so viele Gegenstände? Und wieso verdaddel ich die alle, ey? Das wäre jetzt so geil, wenn ich es schaffen würde. Ja, er schießt halt zweimal. Er schießt halt zweimal. Oh nein. Oh, lololol. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn eigentlich? Aber jetzt mal ohne Scheiß. Die zweite Hälfte, die war ein Witz, oder? Ich finde, da müssen wir auch ein bisschen mehr darauf achten. Das ist ja so der Witz, ne? Dass ich die zweite Hälfte nie wirklich in Anführungsstrichen missbrauchen, ausnutzen konnte, weil ich ja dadurch, dass ich immer nur ein Leben habe, immer die erste Hälfte nochmal machen musste. Aber es ist auch tatsächlich so, das ist mir bei sehr, sehr vielen Hacks aufgefallen, dass die zweite Hälfte deutlich einfacher ist. Also ich würde die zweite Hälfte von der Geschwindigkeit, von der Art und Weise, wie wir da durchkommen, noch nicht mal als wirkliche Hälfte deklarieren, sondern eher als letztes Drittel. Das ist ja Wahnsinn, was da gerade passiert ist, zumal da auch so viele Gegenstände waren, ne? Holy shit, Leute, aber Mortens Castle, das zweite Schloss, ihr wisst, was das heißt. 30 Folgen incoming. Naja, versuchen wir es mal, würde ich mal sagen, oder? Also das ist wirklich, das ist jetzt so ein Ding, ich hatte es ja vor 2, 3 Folgen angesprochen, das ist so ein Ding, wo man jetzt eigentlich wirklich Pause machen müsste, weil man muss ja damit rechnen, dass man, wenn man das nächste Mal 5, 6 Folgen aufnehmen will, dass man 5, 6 Folgen in diesem Schloss bleibt. Aber ja, ich versuch's jetzt nochmal, weil ich einfach Bock habe, noch ein bisschen weiter zu spielen. Mal schauen, wie das wird. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.